Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. So, und lustigerweise trotzdem, obwohl ich im letzten Part gesagt habe, es war der letzte für diese Aufnahmesession, ist es jetzt der letzte für die Aufnahmesession. Ich habe noch ein bisschen Zeit und möchte noch einen Part machen, weil es gerade so lustig ist. Und wir waren ja dabei, Handel zu treiben wieder mal. Dafür brauchen wir Tränke. So. Ich werde heute wieder mal das Wasser probieren verkaufen. Schauen, ob es geht. Dünger müssten wir jetzt eigentlich auch einen Haufen haben, oder? Den Nährboden behalte ich gleich mal auf, weil der ist dann wieder weg, wenn ich ihn brauche. Das Büchlein nehmen wir mit. Das können wir probieren. Jo. Da haben wir nochmal Tränke. Ja. Da hätten wir die größeren. Dann verkaufen wir auch zwei Stück. Ist wurscht. Ja. Das ist wieder nicht viel, was man verkaufen kann. Echt, ey. Aber weil wir halt heute wieder einen Auftrag beenden müssen, glaube ich, ich schaue auch schnell nach, ob das auch stimmt. Habe ich quasi keine andere Wahl. Von dem Holz habe ich mehr als einmal 5. Ja, haben wir da. Das heißt, wir können das auch verkaufen. So. Die konservierte Wurzel können wir einmal, weil da haben wir nochmal 5. Da können wir einmal, da haben wir dann auch noch 5 übrig. Passt. Was haben wir da unten noch drin? Das Stroh ist für später. Das bitte bin ich schon richtig heute, ne? Dass das... Ja, die Landschaftsgärtner-Notiz. Boah, da ist auch schon wieder was. Stroh. Und hier haben wir... Boah, Lavakatapult. Das muss ich jetzt angehen. Wir müssen dann unbedingt in den neuen... In den Lava-Dungeon marschieren. Unbedingt. Bist du narrisch. Puh, okay. Wir haben Arbeit. Also, einmal und zweimal. Und da der so gut gegangen ist, werde ich ihn gleich mal so mit 3,5 probieren. Ist wahrscheinlich viel zu viel. Aber schauen wir mal. Vielleicht gibt es ja einen Deppen, der es kauft. Ja. Dann die pure Säure. Plus das. 400 ist ein guter Preis. Machen wir mal mit 4,50. Und hier 2000. Das passt. Dann einmal, zweimal, dreimal, viermal. Oh, mal schauen. Ja. 300 ist zu wenig. Da machen wir mal 1000. Da schauen wir mal. 600 wissen wir noch nicht. Und hier, das ist auch gut. Gehen wir mal unter die 400. Für den vierten Preis. Ne? Also für den wir alle haben. Und hier... so, ist eh wurscht, machen wir so, 5000 ist zu wenig, machen wir halt nochmal 6er oder 7er, machen wir 7000 passt. Und auch hier immerhin eins mehr. Und dann noch den hier und dann passt das gut. Dann machen wir mal auf. Servus, begrüße. Ja, das haben wir da. Danke. Und der nächste, der kommt, ist schon ein Dieb, ist ja klar. In dem Fall eine Diebin, eine dreckige. So. Mal schauen. Na du? Hab ich. So. Unglaublich. Da wollte ich auf 400 gehen, genau. Ah, das ist ja super, da steht die Nachfrage dabei. Man sieht aber auch oben beim Wassernest ist wieder neutral. Das ist gut. Das habe ich noch gar nicht geschaut, ich Idiotin. Okay. Oh, der Schüler wird traurig.
Dankeschön. Das heißt, ich muss die Waren dann so wählen, am besten, was wir verkaufen, was schon lange nicht mehr da war. Oh, dann nimmst du trotzdem. Das freut mich. Danke. Danke. Ah, da will jemand was. Hallo. 5-mal alte Knolle. Das ist überhaupt kein Problem. Das. Oh, ich habe mich verdrückt. Das ist ein Problem. Das ist gerade ein Riesenproblem. Ich hab mich verdrückt. Scheiße. Scheiße, ich habe erst 30.000 gemacht. Ach nö. Wie blöd. Lauter Quatschen, voll vergessen rüber zu drücken. Du nimmst mir das nicht weg. So. Was hatte ich da? Ich hatte dann Tausender, glaube ich. Da. Ich ihm schon. Vielen Dank. Ich bin so blöd. Wow, der hat das auch gern genommen. 3,5 haben wir verlangt, ne? Kein Problem, nehmt er mit. Ist gut. Gut zu wissen. Ah, ist mir das jetzt peinlich mit dem Auftrag. Ja, da freut sich wer. Dankeschön. Jawohl, unsere Waren gehen weg und die Waren sammeln. Das mit dem Auftrag ärgert mich jetzt. Das habe ich voll verbockt. Danke. Okay, die Wurzel ist zu teuer mit dem Tausender, glaube ich. So. Immer noch zu teuer. Okay. 800 vielleicht. Bitte einen Auftrag noch. Es tut mir leid, ich habe mich verdrückt. Ich bin so blöd. Yeah. Dankeschön. So, jetzt haben wir nochmal die Tränke. Kaufen, kaufen. Das müsste doch gehen, oder? Mit. Sure, 59, das passt schon. Hallo, bitte, ich will einen Auftrag haben, ich habe mich verdrückt. Ja, super. Was hat die alte Knolle? Ja, bitte, gerne. Jetzt passt's. Gleich, hoppala, gleich kontrollieren. Da ist es, alte Knolle, perfekt. Da kann ich gleich mal schnell rauflaufen und die Knolle gleich mal backen und in unsere Questlog stecken. Knolle haben wir da und Questtruhe, ist doch nicht Questlog, Questruhe, so. Perfekt. Da, 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 da. Ha, noch ein Auftrag. Sporenbusch-Notizen. Es gibt ein Monster namens Sporenbusch-Notizen. Ja, natürlich. Das Notizen bei sich trägt. Ach, jetzt hör auf. Das haben sie ein bisschen falsch geschrieben, ne? Das sollte so heißen. Es gibt ein Monster namens Sporenbusch, das Notizen bei sich trägt. Na, so eigentlich. Würdest du mir bitte 10 davon bringen? Aber selbstverfreilich, wir geben uns Mühe. Hab ich ein Glück. Der alte Knollenauftrag ist zum Glück nicht ruiniert. Jetzt haben wir ein kleines Dungeon-Problem schon mittlerweile. Und die Abrechnung, 2 Diebe haben wir gefasst und immerhin 133.119 haben wir gemacht. Das ist gut. Das passt schon so. Fein. Okay, das mit dem Trank, das sollte ich jetzt einmal aus dem Sortiment nehmen. Den werden wir mal eisern sparen. Glaube ich. So. Unser Inventar ist leer. Wir werden uns heute. Ich muss kurz mal kontrollieren. Wir haben für morgen das Strohhammer, für übermorgen das Lava-Katapult-Notiz brauchen wir. Okay. Das heißt, wir müssen heute in den schwereren Dungeon marschieren. Uns bleibt nichts anderes übrig, aber scheiße.
Jetzt habe ich hier noch den Teleporter stehen. Warum eigentlich? Der führt uns nur in den Wald, da anschauen, da haben wir doch den Boss besiegt. Na, das nehme ich diesmal nicht. Wir müssen die Laberkatapulte machen, es geht nicht anders. Wo war jetzt der Dungeon? Hier, ne? Wüstendungeon, genau. Nur für Halter. So, lass mich rein. Danke. So. Das müssen wir jetzt unbedingt machen. So, servus, grüß euch. So, vorsichtigen Schrittes. Natürlich habe ich wieder den Bogen ausgerüstet, warum auch immer. Warte ich es kaum. Zack, zack. Sehr gut. Ist da unten was? Ich glaube nicht. Nein. Dum, da, dum. Und da haben wir schon was zum Heilen für später, aber die Musik ist weg vom Heilbogen. Autsch. Autsch. So, das hätten wir schon mal. So, das hätten wir auch schon mal. Das war jetzt feuerfester Stoff, nicht wahr? Ich glaube schon. Was haben wir hier? Kaltlaber, hat man das schon? Nein. Laber, die rasend abgekühlt worden zu sein, scheint. Beim Anfassen eiskalt. Boah, alles schlecht. Und das war der Wüstenstein. Hatten wir den schon? Ja. Den hatten wir schon. Gut. Alter. Ah, das dürfte so ein Lava-Katapult sein, ha? Jawohl. Und die nächste Abteilung ist auch da. Basti ist nix. Gehen wir wieder zurück. Bringt nur nichts, weil wir noch Schutz haben, noch Rüstung haben. So. Da 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 da. Da 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 da. Servus. Ein Geist. Das war ein Geist. Boah, der hat jetzt viel getroppt. Aua. Das war unfair. Gibst du unten irgendwas für uns? Niemals. Durchmarschieren. So, das hätten wir schon mal. Aua, aua, aua. Und das war's für dich. Du komischer Kauz. Was haben wir hier drin? Noch einmal Wüstensteinchen. Und Stofffärbemittel. Das hatten wir auch noch nicht. Farbstoff, der jeden mit ihm in Berührung kommenden Stoff feuerresistent macht. Das wäre cool. Die Gegenstände des Wüstendungeons sind wahrlich interessant. Das kann man laut sagen. Zack, zack, zack. So, sehr gut. Und da geht's nicht weiter. Na gut, da gehen wir wieder weg. Das war's schon? Echt? Upsala. Ja, das war's. Jetzt können wir nächste, also da unten ist noch, genau. Da unten, okay, das war's echt. Ah, da geht's weiter. Gott sei Dank. Ich habe fast den Stüdel nicht gesehen. Zack, brack. So. Wow, fast verloren gehabt. Na, Viech. So. Haben wir alles erwischt. Geht's da runter? Niemals. Ah, hier geht's. Hier gibt's was. Wow. Aha. Gut, dann halten wir mal. Da kommen Viechlein. Rolli-Roll und Viechlein. Ganz viele Viechleins. Ganz viele Viechleins. Aber dieses Lava-Katapult ist lästig. Alter. Jawohl, schön gemacht. So, was haben wir denn da drin? So.
Flüssigkeitskondensator. Den hatten wir schon, okay. Und noch mehr Wüstenstein. Passt. Zack. Ah, da gehen wir schnell das holen. Das habe ich übersehen. Sehr gut. Aber jetzt können wir die Ebene wechseln. Die war jetzt wo? Die war jetzt da drüben, drüben. Hupf, hupf, hupf. Hüpf. Mir fällt gerade auf. Kann es sein, dass es nicht mehr leckt? Es leckt nicht mehr, ne? Das fällt mir heute jetzt auf. Hey, mega, da war einfach meine alte Grafikkarte dran schuld, weil die schon am Abkratzen war. Und jetzt läuft das schön flüssig. Mei, ich frei wie ein Nockerde. Echt. Ist das schön. Und auf. Was ist das hier eigentlich? Oh, oh. Ah! Eine Falle. Ist da dann vielleicht was versteckt? Na, oder? Ich will das jetzt ausprobieren. Na. Dass man vielleicht da separat in was Eigenes reinfällt, ne? Na. Also eine kleinere Version, ne, von dem Ganzen. Ah, ihr wisst, was ich meine. Raum, unterirdisch, ne? Ja. Vielleicht. Eventuell. Ach, ja. Gut. Nächste Abteilung. Ja, gleich mal was zum Heilen. Das ist nicht verkehrt. Haben wir das schon gelesen? Dateneintrag 125. Monatlichen... unsere monatlichen Bericht zufolge wurden unsere wertvollsten Gegenstände nicht angerührt. Nur Materialien und Geräte zum Bau unserer automatischen, autonomen, so, Wachenhüllen verwendet werden, verschwinden. Was? Ja. So etwa. Also der ist jetzt super verrückt. Der ist jetzt super verreckt. Halt, das wollte ich nicht. Wie schaffe ich das immer, dass ich auf diese Taste komme? Das ist mir echt ein Rätsel. Alter, wollen die mich verarschen? Ja, geht das? Da brauche ich jetzt 20 Jahre, bis ich da fertig bin. Oh, der ist jetzt super verreckt, Gott sei Dank. So, jetzt haben wir den noch. Alter. Alter, das war epic fail. Ja, ja, ist schon recht. Alter. Jetzt da. So muss das ausschauen. Was haben wir da drin? Zerstört Flucheffekt. Kann man das benutzen zum Stacken? Theoretisch mit dem da. Aber auch nur theoretisch. Das mit der Katapultnotiz wird schwierig. Muss ich jetzt auch mal anmerken. Zerstört bei Rückkehr den Gegenstand in dieser Richtung. Kommt ihr überhaupt nicht in Frage? Vollsammer auch noch. Gott sei Dank. So, wir schauen jetzt noch, ob ich vielleicht Glück habe. Und ob man vielleicht... Genau, so hier noch ein Katapultnotiz bekommen. Suche ich jetzt Eisen zusammen. Halt! Ja, wenn man erwischt. Aha, neue Ebene. Da gehen wir nicht rein. Einmal heilen bitte. Ja, das wäre ganz fein. Da. Und weiter geht's. Weil diese Katapultdinger, da brauchen wir noch sehr viel. So, der ist auch erledigt. So. Alter, jetzt bist du für komischer Kauz. Ich glaube, jetzt haben wir ihn erwischt. Genau. Super, ist da unten irgendwas? Ja. Oha. Was haben wir denn? Ah, verdrückt. Das ist verrückt. Ich habe mich verdrückt. Ja, ich glaube, das vernichten wir mal. Was haben wir denn da? Auch noch ein paar Sachen. Okay, das geht alles nicht. Resistentes Glas, das hatten wir auch schon, okay. Feueredelstein, den hatten wir noch nicht. Versetzt Stoffe und Steine gleichermaßen in Brand. Der perfekte Anzünder. Na schön.
Dann werden wir das hier wegtun. Und das da weg. Na, Kaltlava. Na, die darf ich nicht wegtun. Das hier. Magnetit will ich auch nicht wegtun. Isolierter Staub. Was habe ich denn jetzt aufgehoben? Ach, die Dinger. Magischer Kern. Haben wir den auch nicht? Ein Gerät, das sich in der Mitte von Wüstengolems befindet. Ähnelt denen, die in den lebenden Statuen im Golem-Dungeon gefunden werden können. Ah. Schön. Ich habe hier ein kleines Platzproblem. Eigentlich. Den Staub lasse ich, glaube ich. Ich muss mal hier abhauen. Ich gehe zurück zum Eingang. Dann können wir hier nämlich nochmal alles mitnehmen. So, hier mal. Ich schaue noch runter. Genau, ich wollte schauen, ob es einen Katapult gibt. Das muss ich unbedingt. Wow. Okay. Das ist wieder heftig. Was? Den hätten wir jetzt schon mal. Alter, die haben Fähigkeiten, ne? Ist ja unwahrscheinlich. Okay, da ist noch wieder, da ist schon wieder was Neues. Ah, der eine muss noch weg. Ja, ja. Puh, okay. Gut, dann werde ich den, das hier noch weggeben. Dann können wir das hier... Alter, was habe ich jetzt eingesammelt? Den blöden Staub hier. Ich will das da haben. Was ist das? Vulkanstein. Stein aus Magma. Entschuldigung, bin beim Mikro angestoßen. Die zu lange an einem Ort verweilt hat. Rau und porös. Ideal für Filter. Okay. Was haben wir hier noch drin? Zerstört den Flucheffekt. Das ist super. Können wir schon wieder was verstauen. Das will ich mitnehmen. Alter, wir haben viel zu viel klumpert. Aber dieser feuerfeste Stoff scheint eh was. Ein Material zu sein, das man sehr leicht farmen kann. Und dann schmeiße ich den mal weg. Damit ich Platz habe. Also. So. Für den da. Und für den da will ich noch Platz haben. Puh. Ich werde mich für den isolierten Staub entscheiden. So. Der nächste Raum. Kein Katapult leider. Aber den machen wir platt. Alter. Weil den Staub kriegen wir gar nicht mal so schlecht, ne? Das nehmen wir mit und nächster Raum. Ich hoffe, ich krieg da noch so ein... Ja, Katapult, sehr gut. So, schnell weg mit diesen Dingern. Na komm, einsammeln. So. Passt, sehr gut. Nächster Raum. Okay, das ist nur sowas. Haben wir hier irgendwas zu lesen? Na komm, lesen. Eine Sache ist klar. Dieser Dungeon wurde so entworfen, dass man sie plündern kann. Das hatten wir, glaube ich, schon. Okay. Eigentlich können wir uns gleich dort wegteleportieren. Hier. Ja. Gut. Dann mein Hals. 18.000. Ja, bitte. Nehmen wir das Portal. Und kehren dann wieder hierher zurück. Ja. Sehr gut. Dann lernen wir mal die Sachen aus. Bam, bam, baram, dam, dam, da, dam, dam, dam. Ich
habe halt jetzt echt ein bisschen Angst, dass wir diese Lava-Geschichte nicht zusammenbringen. Da haben wir erst 3. Das ist halt echt... Puh. So. Wir dürfen verkaufen. Das da. Mit dem haben wir genug. Diese komische Dings da. Das surrende, brosene Dings da. Genau. Was hätten wir denn noch? Die Wüstenstahlplatte können wir uns erlauben. Den Wüstenstein können wir uns erlauben. Jo. Tränke wären cool zu brauen, ehrlich gesagt. Da können wir auch ein bisschen was raushauen. Das magische Holz traue ich mir nicht. Den magischen Kern traue ich mir herzugeben. Jo. Heute war Stroh, ne? Was war jetzt da? Was hatten wir? Heute ist Stroh, ne? Ja. Hätte ich fast vergessen. Gut. Ich gehe noch ganz fix Tränke brauen. Die besseren, die guten, die starken, die... Ihr wisst schon. Zum Verkaufen. Das müsste passen. Hundi. Servus. Ich hätte gerne ein paar Tränke. Und zwar von denen hier. Wie viel gehen sich aus? 6. Ja. Ja, bitte. Und wie viel gehen sich hier aus? 10. Ja. Machen wir auch. Für uns. Was? Dann bin ich schon mal zufrieden. Was ich jetzt noch gerne machen möchte, weil ich jetzt gerade dran denke, aber ich glaube, da habe ich einen. Oh, stimmt. Den müssen wir auch mal schauen. Du hattest da irgendwas, ne? Für uns, oder? Oder? Einfach nur so, ne? Das perfekte Regal. Also hier. Tech-Regal. Erhöht die Wartezeit der Besucher in der Warteschlange. Preis 16.000. Das perfekte Regal, um jeden Raum in ein Tech-Laboratorium zu verwandeln. Und hier... Schockröhre erhöht die Geschwindigkeit der Besucher um 10%. Ebenfalls 16.000. Eine angsterfüllende Maschine schockt alle, die sie berühren. Vielleicht eignet sie sich zur Schädlingsbekämpfung. Ja, ah, hoppala. Ich wollte sagen, das möchte ich gern kaufen. Ja, was man hat, hat man. Haben wir das schon? Schaut aus, ne? Dann haben wir schon eigentlich ziemlich alles zusammengekauft, ne? Passt. Dann schauen wir noch hier vorbei. Servus, Herr Schmidt. Ob hier für uns was geht, stiefeltechnisch. Nein. Ah, der isolierte Staub, den habe ich hierher gegeben. Ich Pfosten. Ja. Hier benötigen wir auch noch ein paar Sachen, dann können wir von dem schon zu dem wechseln. Boah, das Flammschwert wäre auch so cool. Das ist so ein Zweihänder, ne? Und hier das nächste. Ah, den Bogen haben wir schon. Jetzt habe ich mich für den entschieden. Echt jetzt? Achso, weil wir sowieso den Bogen haben, oder wie, ne? Ich meine, warum nicht? Macht mehr Damage. Passt. Fertig. Da fehlen uns noch Sachen, ist eh klar. Ja, egal. So. Haben wir uns mal besser ausgerüstet. So, zurück zum Laden. Was haben wir denn da? Und zwar, den können wir hergeben. Da sich der so super verkauft hat,
bin ich schon gewillt, ein bisschen gereizt da, also ein bisschen reizender vorzugehen. Warte mal, den setzen wir da besser nicht hin. Den tun wir da rein, damit die Leute glauben, dass das was absolut Geiles ist. So. Die anderen Tränke, wie gesagt, die lassen wir mal. Die sind momentan nicht so der Renner. 500 hierfür ist definitiv zu wenig. Ich werde es mal mit 2000 probieren. So. Hier. Was verlangen die hierfür? 500 ist zu wenig. Ich werde hier ebenfalls. Hoppala, das ist zu viel. 2000 mal ansetzen. So, hier haben wir was mit 300. Das könnte passen. Das da. Je 500. Weiß man noch nicht. War eindeutig zu wenig. Auch hier werden wir es mit 2000 probieren. So, gut. Das Stroh haben wir. Mehr zum Verkaufen haben wir scheinbar nicht. Die Tränke werde ich gleich zurückbringen. Stimmt, das könnte ich auch noch machen. So. Mehr habe ich nicht. Ich bin arm. So. Wir müssten mal mehr sammeln können, aber das ist halt auch so eine Sache. Ich könnte aber die Bücher... Ah! Nee, was soll's, oder? Nee, passt schon. Machen wir noch schnell Überlänge, ist schön brav, und machen wir unseren Laden auf. Und dann, wenn wir das geschafft haben, gehen wir nochmal in den Dungeon zurück, dann speichert es eh automatisch und dann lassen wir es gut sein für heute. Servus, wir haben deine Sachen, bitteschön, 10.000 für uns, danke. Und das zweite, was kommt, ist wie immer ein Dieb, ist eh klar. Ich bin auch schon überlegen, ob wir jetzt da Aufträge absichtlich ausfallen lassen, damit wir mal ein paar Tage wieder nur richtig Vollgas farmen können. Was, das war zu günstig? Echt jetzt? Ich habe den jetzt komplett... Also ich habe den jetzt besiegt. Okay. Was wollte ich sagen? Auch zu billig. Wow, okay. Alles zu billig. Alles zu billig. Naja, wenigstens haben wir mal den ersten Preis, ne, dass das alles viel zu billig ist. Okay. Ist zur Kenntnis genommen. Dankeschön. 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 So, wir haben dann alles verkauft. Oh, wie arm. Dankeschön. Ich glaube, ich werde jetzt in der nächsten Zeit keine Aufträge mehr annehmen. Ich werde jetzt einfach Restbestände verkaufen müssen. Was haben wir denn noch? Alter. Wie arg. Feuerfester Stoff geht noch. Das von mir aus. Das hier. Ich finde das voll lustig. Das hier, das hier, das hier. Das da. Drähte. Okay, da haben wir nichts Gescheites. Okay. Mega. Finde ich gerade echt lustig. So. Der feuerfeste Stoff ist mit 500 absolut zu billig. Ich bin jetzt übermütig, ist mir wurscht, ehrlich gesagt. 2000 war hier, glaube ich, echt zu billig. Ich probiere es mal mit 4000 hier. Keine Ahnung. Um 500 absolut zu billig. Auch hier werde ich gleich mal 3000, keine Ahnung. Zack, zack und zack. 1000 Megapreis,
2000, da weiß ich es noch nicht. Werde da auch gleich 2000 draus machen. Hier 2000, machen wir auch 3, keine Ahnung, es ist alles so billig, also so gut weggegangen. Die haben sich alle so gefreut. Okay, das ist dann doch zu viel. Ah! Das war dann doch zu viel, machen wir 3er draus. Also 3000, okay, der ist zornig. Der ist sehr boost. So. Okay, da ist wieder jemand mehr als zufrieden. Alter Schwede. Dankeschön. 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 Mehr Graffel habe ich dabei nicht. Jawohl, das war auch zu billig. Schön. Freut mich. Da kommt Freude auf. Danke. Warte, beim feuerfesten Stoff, ich werde da trotzdem wahnsinnig sein und 2000 probieren verlangen. 1000, da dürfte dann doch zu wenig sein. Und? Ah, das ist zu viel. Probieren wir es mit 1600 oder so. So. Jawohl, das war auch zu billig, das freut mich. Ah, dann nimmst du trotzdem, okay. Obwohl es zu teuer ist. Ich will das haben, ich brauche das. Ich brauche das für den Raid. So, passt. Dankeschön. Alter Schwede. So, ich bin wieder. Ich habe wieder nichts. Also. Nehmen wir von mir aus das nochmal mit, auch wenn es vielleicht keine gute Idee ist. So. Ich find's lustig. Das Vulkanstein können wir noch probieren. So. Also, Vulkanstein würde ich sagen 5000. Schauen wir, ob das noch geht. Oh, eine Aufgabe. Ah. Das könnte man eigentlich annehmen, weil in den Lava-Dungeon, also in den Wüsten-Dungeon, ich sage immer Lava-Dungeon, Wüsten-Dungeon, müssen wir eh öfters rein. Probieren wir es einfach, vielleicht haben wir Glück. Ja. Noch eine Anfrage, Waldfrüchte, das können wir machen. Okay, das war zu teuer, da ist er gleich zornig. Probieren wir es mit 3000. Das ist schon eigentlich viel. Okay, das mag er auch nicht. Okay, ist vorbei für heute. Na, ein bisschen noch. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Jawohl. Okay, da ist er noch immer sauer. Probieren wir so. Ah, jetzt gehen sie, glaube ich. Jetzt ist Schluss für heute, okay. Dankeschön und tschüss. Okay, der Lavastein hat sich nicht so gut verkauft. Beim nächsten Mal dann. Hui, einen Dieb haben wir gefangen. 28 Kunden hatten wir, das ist viel. Und 292.249 haben wir gemacht. Das ist sehr viel. Das ist sehr viel, da bin ich zufrieden. Puh, okay. Wir sind leer. Soweit, so gut. Haben wir alles? Gut. Dann werden wir uns wieder in den Dungeon begeben. Genau. Und dann in der nächsten Aufnahmesession weitermachen. So. Sehr, sehr gut. Gespeichert müsst ihr es eigentlich auch haben. Passt. Dann sind wir soweit so gut fertig für heute. Ihr Lieben, das war ja. Alter. Langsam. So. Ihr Lieben.
das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!